Einen schönen guten Tag. Wir wollen heute mit unserer Programmierung in C etwas weitergehen. Wir haben letzte Woche mit C begonnen und haben das erste Programm Hallo Welt geschrieben und haben dann Instrumente zur Programmierung gesehen. Geil, wir haben gesehen, wir brauchen einen Editor, also der beste aller Editoren, unseren Vim, gell? Wir haben gesehen, wir brauchen einen Compiler. Wir haben hier vom Richard Stallman seinem GNU-Projekt den GCC verwendet. Und wir haben gesehen, es gibt ein Instrument zur Projektverwaltung, gell? Also zur Verwaltung dieses Build-Prozesses, gell? Dieses Make. Gell? Und wir wollen jetzt einen Schritt weitergehen. Wir haben im Hallo Welt schon eine Ausgabe gemacht und wir wollen heute rechnen und das Ergebnis dann ausgeben. Gell? Ja, dazu gehen wir jetzt in dieses Wikibook. Gell? Also die Wikibooks sind ein Projekt der Wikimedia. Gell? Wikimedia betreut auch das Wikipedia-Projekt. Die Enzyklopädie ist das berühmteste Projekt. Gell? Und die Wikibooks, die sind dann gemeinsam geschriebene Bücher innerhalb dieses Projektes. Gell? Und hier gibt es auch eines zur C-Programmierung. Und wenn wir dort hineingehen, gehen wir hier zu den Grundlagen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das als PDF auch herunterladen. Gell? Kann man dann auch vielleicht auf einem Reader darstellen oder auf dem Tablet behalten oder auch, ja, oder auch ausdrucken. Gell? Okay, wir gehen hier in diese Grundlagen. Und bei den Grundlagen gibt es einiges, was wir schon besprochen haben. Gell? Hier reden sie von Compiler und Präprozessor und Linker und das Hallo Welt haben sie gemacht. Gell? Und haben hier eben auch eine Ausgabe mit einem Zeilenumbruch, gell? Dieses Linefeed, gell? Also die Escape-Sequenz. Gell? Und damit das Printf funktioniert, muss man ein Include machen, also Include von stdio.h, das vom Präprozessor verarbeitet wird. Ja, und hier kommen wir zu einem weiteren Beispiel, und zwar das, was wir heute auch machen wollen. Und zwar gehen Sie hierher und gehen in ein Printf eine Rechnung, einen arithmetischen Ausdruck einfügen. Gell? Und wie geht denn das? Gell? Also wenn ihr Pascal betrachtet, dann geht man das so der Reihe nach machen. Gell? Da gibt man ein Stück Zeichenkette, das ist Zeichenkette hier. Gell? Und dann ist gleich und dann soll das Ergebnis kommen. In Pascal würde man das also hintereinander schreiben und dann würde man das dann abschließen und mit Beistrich die einzelnen Ausdrücke dann hinschreiben. In C ist es etwas anders. In C haben wir diese Funktion printf. Und die Funktion printf, wenn wir mal ins Handbuch gehen, gell, machen wir mal man printf. Gell, und dann schauen wir, also falsch geschrieben, gell, also man printf. Und dann sehen wir, aha, das ist ein Dienstprogramm für Benutzer. Gell, printf, Daten formatieren und ausgeben. Jo. Das schaut so nicht gar nach unserer Funktion aus und das ist es auch nicht, gell? Wenn wir die Man-Pages aufrufen, dann sucht sie zuerst im ersten Abschnitt, gell, der Man-Pages, gell? Und im ersten Abschnitt der Man-Pages findet sie ein Printf, aber das ist nicht unser Printf, gell? Das ist dieses Printf, das wir aufrufen können, gell? Printf Hallo, gell? Und was sagt er? Er sagt uns Hallo. Gell? Aber wir wollen das printf, die Funktion haben. Gell? Dafür müssen wir man, dann müssen wir in den dritten Abschnitt und dort müssen wir das printf suchen. Und hier finden wir eine ganze Reihe von Funktionen, alle zur formatierten Ausgabe. Gell? Und das ist wichtig, das ist formatierte Ausgabe. Gell? Das ist also nicht so einfach eine Ausgabe, die noch Zeichenketten ausgeben kann. Und da schauen wir mal, wie das ausschaut. Gell? Also diese Funktion printf hat hier einen Prototyp angegeben. Gell? Und der Prototyp schaut so aus. Wir haben einen Rückgabewert.
den haben wir eigentlich ignoriert. Wir haben bei uns auf aller Welt ein Printf gemacht, ohne eben den Rückgabewert einzulesen. Gell? Wenn wir das machen, gell, könnten wir unten schauen, gell, dann sehen wir, das ist eben die Anzahl der erfolgreich ausgegebenen Elemente. So, und dann haben wir hier einen, ja, eine Format-String, sagt man oft, gell, oder eine Zeichenkette zur Formatierung. Und hier haben wir nur das Hallo Welt drinnen gehabt. Gell, und das Hallo Welt ist dann eine Zeichenkette ohne Formatierung. Wenn wir aber Dinge ausgeben wollen, wie zum Beispiel Variablen oder in dem Fall ein mathematischer Ausdruck, den wir eben berechnen und dann ausgeben, gell, dann müssen wir im Formatierungsstring so Platzhalter setzen. Gell. Überall dort, wo wir etwas ausgeben wollen, was ein Ausdruck ist, im einfachen Fall könnte es eine Konstante sein, ein Wert, 3, gell, oder es könnte sein eine Variable, es könnte eine, und in dem Fall ist hier ein mathematischer Ausdruck, gell? Und immer überall dort, wo wir das haben, wo wir also etwas ausgeben wollen, das wir irgendwie bestimmen müssen und nicht in dem Moment bei der Programmierung schreiben können, dann müssen wir einen solchen Platzhalter hier setzen, gell? Und das wollen wir mal ausprobieren, gell? Und jo, gehen wir schauen, gell? Okay, also das brauchen wir das noch. Ja, man könnte dort unten, da steht so viel zu Printf und zu den anderen Funktionen, gell? Das ist da, ja, ist wirklich toll, da haben sie eine große Arbeit gemacht, gell? Und was hier interessant ist, ist folgendes, gell? Und zwar, wie schauen diese aus, diese Platzhalter? Okay, wir haben hier ein Prozent, das leitet es ein. Und dann steht hier ein I. Gell? Also I, das ist also etwas Ganzzahliges, was hier kommt. Gell? Und wenn wir hier schauen, gell? Also hier ist eben diese Formatzeichenkette gell? Oder Formatstrings erklärt. Gell? Und gehen wir hinunter, dann gibt es hier doch verschiedene Möglichkeiten, die zu benutzen. Und dann sind die Typen angegeben. Das sind jetzt die Längenmodifier, gell? Also lang oder kurz oder so, das ist wichtig dann. Gell? Und jetzt kommt da, genau, gell? Umwandlungsbezeichner. Gell? Und hier steht, was es so gibt. Und das Erste, was wir gesehen haben, ist dieses I, gell? Für Integer. Gell? Gell? Oder auch das D dann. Gell? Mhm. Oder man kann dann auch etwas, gell, oktal oder hexadezimal dann angeben, gell, also ein X, gell, oder, und das ist dann, genau, das ist wichtig, also das F, gell, also das F für Float, wenn wir Gleitkommazahlen haben, gell, wir haben hier nicht nur ganze Zahlen, mit denen wir Schäfchen zählen können, wir haben auch Gleitkommazahlen, gell, wo wir also Nachkommastellen haben, gell, also das ist dann ein F für uns, gell. Mhm. Ja, und so gibt es hier so einige, gell, also wenn wir ein C angeben, also eine Zahl als Zeichen ausgeben oder S, eine Zeichenkette dann ausgeben, gell. Das sind so die verschiedenen, die am häufig gebrauchten, gell. Mhm. Okay, und da ist der Rückgabewert dann, gell. Okay, ja, dann wollen wir das mal ausprobieren, gell. Mhm. Also, was müssen wir zuerst machen? Zuerst müssen wir ein Makefile schreiben, gell. Und um das Makefile zu schreiben, gell, legen wir es mal an, ich mache Touch, gell, also Touch Makefile. Touch erzeugt eine Datei, gell. So, leere ich sie, gell, 0 Byte. Also ein Makefile brauchen wir. Und im Makefile drinnen müssen wir jetzt diesen Entstehungsprozess, den Build-Prozess beschreiben. Dafür sagen wir jetzt, was wir erzeugen. Wir erzeugen ein einfaches Programm. Gell? Und das, wie nennen wir es? Das ist da, ja, nennen wir es da Verzeichnis auch. Das ist auch printf mit arithmetik.c. Gell? Mhm. So. Und hier hinein wollen wir unser Programm schreiben, also in das printf arith.c. Jo,
Also das, gell, ich mache mal Shift-Ctrl-C und dann Vim Makefile. Und jetzt wollen wir das schreiben. Also Shift-Ctrl-V eingefügt, so soll das Programm heißen. Es hängt ab von printf.c. Und das ist also unsere Abhängigkeit und die Tätigkeit, die wir ausführen wollen. Gell, eine Tabulator-Taste und dann schreiben wir gcc. Und ja, wir haben noch eine Datei, also gehen wir direkt zum Programm minus o, gell, printf-arit und es entsteht außen printf-arit.c. Gell. Also das clean und clean all, ja, lassen wir es mal weg. Gell. Und jetzt machen wir mal make. Gell. Er ruft es auf, aber er sagt, es gibt keine Main-Funktion in der Datei. Gell. Also die Datei existiert, gell. Aber es ist ja nichts drinnen. Gell. Also kann da auch nichts dabei herauskommen. Gell. Also Vim Datei. Wir brauchen zuerst das include stdio.h und dann int main, wir bekommen nichts, also void, und dann unser Programm. Und wir wollen hier zuerst die Ausgabe machen, printf, und wollen das ausprobieren da mit dieser Arithmetik, gell? Und sagen wir da 2 plus 3 ist was denn? Und das wollen wir jetzt ausrechnen lassen, Prozent i. Und dann nehmen wir neue Zeile, brauchen wir diese Escape-Sequenz, Line-Feed. Und dann wollen wir das ausrechnen und das ist dann 2 plus 3. Geil. Und dieser Ausdruck hier, das wird dem Printf übergeben. Geil. Also das Printf bekommt 2 Argumente. Also es bekommt als erstes Argument den Format-String und als nächstes Argument, als zweites Argument, bekommt es hier ein ganzzahliges Argument und zwar ein Ausdruck 2 plus 3. Geil? So, und ja, das soll dann so ausgegeben werden. Am Ende schreiben wir dann ein Exit 0. Dass alles gut gegangen ist, gell? Also 0 ist gut, kein Problem ist 0 Problem, also Escape, Doppelpunkt, Write and Quit. So, gespeichert haben wir es, okay, also wir haben hier Printf 87, ja, Byte passt, jetzt machen wir ein Make, schauen wir, wie viele Fehler entstanden sind. Er schimpft mit uns, gell? Ah, Exit kennt er nicht, okay. Exit, gell, das ist in einem Header deklariert, in der stdlib, gell. Also wollen wir ihm, oder hier schreiben wir nicht Exit, schreiben wir Return, gell. Also, hoppala, jetzt habe ich nicht den Source Code geöffnet, sondern das Kompilat, gell. Also der File Completer, gell, konnte nicht erraten, dass ich den Quellcode öffnen wollte, return. So. Und jetzt make. Und es hat funktioniert. Geil. So, schauen wir mal. So, Punkt, Slash und dann die ausführbare Datei. Und es kommt 2 plus 3 ist 5. Geil. Gehen wir mal schauen. 5 kommt heraus. Geil. Schon wieder. So, warum kommt 5 heraus? Gell? Also wir haben 2 plus 3 übergeben. Gell? Wer rechnet aus? Also ausgerechnet wird es hier, bevor der Ausdruck übergeben wird. Gell? Also nicht das Printf rechnet aus, sondern vor der Übergabe wird der Ausdruck ausgewertet. Gell? Ja, jetzt wollen wir das noch, wollen wir es noch ein Stück weiter treiben. Also, jetzt gehen wir das kopieren. Also, kopieren, eine Zeile kopieren im Vim, yy, einfügen, hartes P. Hartes P, so. Jetzt wollen wir hier sagen, ja, was wir hier zusammenzählen, gell?
Das heißt, jetzt haben wir drei Platzhalter, gell? Und diese drei Platzhalter, gell, stehen also für Summand, Summand und Ergebnis, gell? Und dann müssen wir hinter dem Formatstring auch drei Argumente übergeben, gell? Und die drei Argumente, gell, sind also Summand, Summand und dann das Ergebnis, gell? Und wie übergebe ich die? Die übergebe ich mit Beistrich getrennt, gell? Also in unserem Fall haben wir als erstes 2 und dann 3, gell? Also, wenn wir es gleich machen wie der Robert, 2 plus 3, also das muss ich dem Formatstring hier angeben, gell? Und dann den Ausdruck der Berechnung, gell? Ja, schauen wir mal, ob das funktioniert. Make. Also kompilieren tut das mal. Gell? Schauen, ob es ausführt. Ja, führt es aus. Gell? Und wir sehen, wir haben also die erste Zeile. Gell? Und die zweite schaut dann gleich aus. Gell? Das sind unsere beiden Printf. Beim ersten haben wir das 2 plus 3 im Formatstring stehen. Im zweiten auch, aber mit den Platzhaltern da. Gell? Okay, so, printf, Arithmetik, C, genau. So, und jetzt wollen wir hier weitermachen. Wir wollen alle arithmetischen Operationen ausprobieren, gell? Also die vier grundlegenden arithmetischen Funktionen, gell? Also gehen wir mal schauen, da. Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division. Ja, hier haben sie Modulo dann auch, das braucht man oft, gell? Ja, können wir auch mitnehmen, gell? Aber ich würde mich mal da auf die ersten vier hier ja, beschränken, gell? Ja, das wollen wir so machen. Das wollen wir dann, ja, das da, ja, das setzen wir mal unter Kommentar da, gell? Und gell, machen wir einen Zeilenkommentar. So, wie ist das? Gell? Und das macht jetzt jeder für sich selbst. Gute Arbeit.